Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es darum, wie man in GTA San Andreas den Detailed Weather Mod und so ein kleines Must-Have-Pack einfügt. Ja, ich kann jetzt wieder Sam spielen. Also macht euch darauf gefasst, dass auch wieder Palette Fest kommen werden mit Darlin und so. Aber dazu später. Ja, also. Ich habe hier zwei verschiedene Download-Quellen. Einmal von meiner Website, die in dem Fall so ist. Der braucht dafür ein bisschen. So, und dann hier oben auf Download Space. So. Und dann sieht man hier Must-Have plus Detailed Weather Mod raufklicken. Und da geht das dann auch. So, und dann noch auf diesem Link. Also beide werden in der Videobeschreibung drin sein. Also, das ist jetzt von Dropbox eine ganze Liste. Hier werden dann so paar mehrere Dateien hochgeladen werden. Also, raufklicken, wieder auf Download, kurz warten und dann macht das auch schon. So, jetzt warten wir die paar Minuten beziehungsweise Sekunden. Okay. Das hier brauche ich gar nicht. Ist dann hier alles schon weg? So. Okay. Was brauchen wir noch? Also wir brauchen natürlich das Spiel GTA San Andreas. Das ist ja eigentlich zu denken. Und das Verzeichnis. Ich habe es mal unter D Programme gepackt. Ich weiß nicht, wenn das unter C Programme haben. Und ja, so ist jetzt schon mal fertig. Okay, er braucht jetzt noch ein bisschen, ist aber auch egal. Denn ihr habt das Pad hier schon mal gepackt. Und davon habe ich es auch hochgeladen. Okay. Also die Dateien werden dabei rauskommen. Die entpacken wir natürlich jetzt erstmal. So. Dann kommen wir zu den, sag ich mal, Must-Have, die man unbedingt haben muss. GGNM, das dient zur Installation von Autos, Waffen und Flugzeugen und Fahrrädern bzw. Motorrädern. Über Dateien einfach da reinziehen und ist gut. So. IMG-Tool einfach starten. Dann in jedem Fall File Open, man wählt DDR3.img. Dann lädt ihr das. Und Spark IMG Tool einfach hier auf Spark Exe draufklicken. Dann geht das auch. Im Wiederfall Open und dann GTA oder hier sowas auswählen. So. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie installiert dieses Detended Radar Mod? Erstmal bewirkt das, dass man, wie man sagt, ein anderes Radar hat, beziehungsweise eine andere Karte. Das sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie bei GTA 4. Und ja, ich würde euch dazu raten, erstmal ein Backup von der GTA 3.img zu machen und dann irgendwo in einem Backup-Ordner zu speichern und von der From 2.txt. So, ich habe eine Readme auf Englisch mit bei. Kann man sich natürlich gerne durchlesen. Das hier wieder einfach rein, nicht da reinziehen, sondern unter Models. So, da einfach reinziehen. Und dann kommen wir zur Installation des Radar-Mods an sich. So. Jetzt nehmen wir Spark, das ist besser. Dann öffnen wir direkt auch schon mal die GTA 3.img. So, dann seht ihr jetzt hier unten von 0 beginnt das, glaube ich.
Okay. Okay. Ihr habt da noch so Einfallsdateien drin. Die gehen, glaube ich, auch bis von 0 bis 143. Die müsst ihr löschen. Also spricht dann hier oben Radar eintippen und er sucht weiter. Weil das hier im Verzeichnis dann alles durcheinander ist. Wisst ihr wie bei mir? Das kommt, weil das so geworden ist, das kommt daher, weil ich das jetzt schon eingefügt habe. So. Wird ihr auch gleich sehen. Dazu. Habt ihr das jetzt? Markieren, reinziehen. Und dann tauchen die unten so auf wie bei mir, aber nur in schwarz. Das bedeutet, dass ihr das erstmal speichern müsst. Das geht mit diesem Button, beziehungsweise auch noch mit STRG und S, also STRG und S, oder wie für die alte Tastatur noch CTRL. Was hast du schon zur Installation? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal in dem wieder. Bis dahin, ciao. 2, 1 und willkommen zurück. Ja, was soll ich sagen? Jetzt muss ich den Chat hier wieder anmachen, habe ich ihn ausgemacht. So. Und legen Sie mal jetzt dieses, sag ich mal, Icon. Nicht Icon, Map. Map-Icon. Ja. So. Das finde ich natürlich sehr schön. Wenn man jetzt auf Escape geht. Options, nein, Map. Dann ist sie auch wesentlich besser. Finde ich zumindest. Auf jeden Fall sollte die Börse anders sein. So. Ja. Das N zeigt halt für Norden. Damit wir jetzt nach Norden laufen. Finde ich irgendwie sehr logisch, beziehungsweise praktisch. Und ja, das war's so mit dem Tutorial. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Bei Hilfe einfach einen Kommentar, beziehungsweise private Nachricht. Oder auf der Homepage www.minecraft.raps.com. Posten, einen Kommentar, wenn nicht schlecht. Okay, man sieht sich. Ciao.